You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened, when the Sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawned, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn.
Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Was ist los? Drachen! Ihr seid es. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lasst das meine Sorge sein. Ein Fremder betritt unsere Halle. Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater, all meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre, das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Nicht hier. Draußen im Hof. Kommt.
Nicht hier. Draußen im Hof. Kommt. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Oh, ihr seid es. Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Mit dem könnt ihr auch spielen. Sieht mir ein wenig langsam aus. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf, denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Ihr seid ganz schön redselig, nicht wahr? Ihr werdet hier sicher ein paar Idealisten finden, die euch was von Ehre und Ruhm erzählen. Dagegen habe ich ja nichts. Aber was mich angeht, treibt mich die Aussicht auf Gold an. Immer dann, wenn sich im Himmelsrand einer nicht imstande wähnt, seine eigene Ehre zu verteidigen, nehmen wir ihm diese Bürde ab. Wenn man Farkas so zuhört, könnte man meinen, Vater habe uns hier als fröhliche Welpen aufgezogen, die herumtollen und Waden beißen. Ich liebe meinen Bruder ja. Aber der Verstand ist nicht seine Stärke. Jergen hat uns hergebracht. Mir ist egal, ob er nun unser Vater war oder nicht. Er zog in den großen Krieg und kehrte nie zurück. Also ist er jetzt nicht mehr mein Problem. Aber wir sind jetzt schon so lange hier, wie wir zurückdenken können. Versucht also, etwas Respekt zu zeigen. Ja. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, Ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Nun, ich weiß nicht wie, aber Sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet.
Mein Bruder Vilkas kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Vilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Ihr seid es. Wollt ihr euch uns anschließen? Da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Die kurze Antwort ist, wir kämpfen. Die lange Antwort ist, vergessen wir es. Ihr verschwendet meine Zeit. Damit ich keine dummen Fragen von Idioten beantworten muss. Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skior und die Brüder Farkas und Vilkas. Kotlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kotlak und Skior 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skior sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Euch kenne ich noch nicht. Was wollt ihr? Wir sind die verdammt besten Kämpfer in ganz Himmelsrand. Zumindest einige von uns. Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich. Bis zum nächsten Mal. Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Warum kommt ihr überhaupt nach Jorvaskr, ohne zu wissen, für was wir stehen? Das hier ist keine Spielerei. Wir sind der wahre Geist von Himmelsrand. Die Ehre liegt uns im Blut, der Tod in unseren Herzen. Wenn ihr eines von beiden sucht, seid ihr hier richtig. Reichtum und Ehre, Freund. Reichtum und Ehre. Also gut. Ihr schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Was denn jetzt? Egal, wen ihr hier fragt, die Antwort wird immer eine andere sein. Söldner, ehrenwerte Krieger, Brüder und Schwestern der Klinge, betrunkener Abschaum, sucht euch was aus. Ich bin hier schon länger als die meisten. Und auch ich weiß es manchmal nicht. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Ich habe das Wesen eines Kriegers im großen Krieg kennengelernt. Habe fast mein Leben vor der Kaiserstadt verloren. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Himmelsrand zurück. Aber ich taugte zu nichts mehr, außer zum Kämpfen. Bin als Söldner herumgezogen. War darin auch verdammt gut. Das Geld war gut, die Frauen waren gut und die Getränke waren gut. Aber ich habe mich immer mehr verloren. Mein Herz verloren. Ich hatte Glück, dass die Gefährten mich fanden. Jetzt habe ich einen Grund zu kämpfen. Die Ehre meiner Brüder und Schwestern ist mehr wert als Münzen.
Natürlich ist das Geld immer noch gut. Und die Getränke sind es auch. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Schön zu sehen, dass ihr es hier hinauf geschafft habt. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilgas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilgas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilgas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu besten. Was denn jetzt? Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thema hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilgas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Es gibt Probleme in Falkenring. Da unten ist da immer was los, aber jetzt hat es sich zugespitzt. Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Sind die nicht langsam? Gut. Lasst sie eure Klinge schmecken. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskr, solange ich zurück. Ich sehe alles, höre alles und weiß alles. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt.